zum wichtigen Thema funktionaler Zusammenhang. In sehr vielen Bereichen wie Physik, Chemie, Astronomie, Technik, Handelswissenschaften, Finanzwesen, Statistik, Wahrscheinlichkeiten, Informatik, Meteorologie, Medizin und viele, viele mehr kann man mit mathematischen Funktionen modellieren. Wir betrachten dazu drei Beispiele. Ein erstes Beispiel aus der Physik. Wir lassen eine Kugel auf eine schiefe Ebene hinunterrollen und messen nach jeder Sekunde die zurückgelegte Distanz. Das führt dann zu solch einer Tabelle. In der ersten Spalte steht die Zeit in Sekunden ausgedrückt und in der zweiten Spalte steht die zurückgelegte Distanz in Meter ausgedrückt. Aus dieser Tabelle kann man Koordinaten ablesen: 0, 0, 1, 0,1, 2, 0,4, 3, 0,9 und so weiter. Und diese Koordinaten können dann in einem Koordinatensystem durch Punkte dargestellt werden. Aber hier soll dann die X-Achse ersetzt werden durch die Zeitachse. Die Zeit wird mit klein t, t wie Time, bezeichnet und wird in Sekunden ausgedrückt. Und die Y-Achse wird dann zur Distanzachse, Distanz d, in Meter ausgedrückt. Also ändern wir hier die Bezeichnungen der Achsen. Horizontale Achse für die Zeit t in Sekunden ausgedrückt, vertikale Achse für die Distanz d in Meter ausgedrückt. Jetzt können wir in diesem Bezugssystem diese Koordinaten als Punkte darstellen. Da sind sie auch schon. Und dann feststellen, dass diese Punkte entweder auf oder ganz dicht an dieser grünen Linie liegen. Und diese grüne Linie stellt diese Funktion d der Zeit dar. Das d von t ist 0,1 mal t². Wir sehen also, dass diese Bewegung der rollenden Kugel durch eine Funktion zweiten Grades dargestellt werden kann, beziehungsweise modelliert werden kann. Wir wissen aus der Physik, dass diese Bewegung eine GGBB ist, das heißt eine geradlinige, gleichmäßig beschleunigte Bewegung. Die zurückgelegte Distanz im Laufe der Zeit ist gleich zur konstanten Beschleunigung a multipliziert mit dem Quadrat der Zeit geteilt durch 2. Was ist denn nun eine Funktion in der Menge r? Eine Funktion in der Menge r ist ähnlich wie eine Maschine, wie ein Getränkeautomat. Beim Getränkeautomat schmeißen wir hier einen Euro rein und dann kommt ein Getränk raus. Eine Funktion ist eine ähnliche Maschine. Wir werfen hier eine Zahl hinein und dann kommt hier eine Zahl heraus. Eine Funktion in R ist also ein Gesetz, dass jede reelle Zahl x, die wir da hineinschmeißen, höchstens eine reelle Zahl f von x zuordnet. Also wir schmeißen hier eine Zahl hinein und f ordnet dieser Zahl x die Zahl f von x zu. Wenn wir eine Zahl x hineinschmeißen, dann kommt entweder eine Zahl f von x heraus oder es kommt gar keine raus. Niemals 2. Deshalb steht hier höchstens eine reelle Zahl. Höchstens eine bedeutet eine oder keine. Die Zahl f von x, die hier rauskommt, nennt man das Bild von x durch die Funktion f. Machen wir im Bezugssystem ein wenig Platz. Wenn man die Zahl, die hineingeschmissen wird,
auf der Horizontalachse als x-Wert einzeichnet und die Zahl, die rauskommt, auf der y-Achse als y-Wert zeichnet, so erhält man den Punkt P mit Abszisse x und mit Ordinate y gleich f von x. Für verschiedene x-Werte kann man so verschiedene Punkte darstellen. Und diese Punkte befinden sich alle auf einer Linie, die man den Graphen der Funktion f nennt. Und dieser Graph der Funktion f hat immer als kartesische Gleichung y gleich f von x. Dieser Graph wird also gebildet durch all diese Punkte x, f von x. Ein zweites Beispiel zu Funktionen in R. Hier ist eine geradlinige Straße, die durch dieses Dorf führt und es wird jetzt eine Umgehungsstraße geplant, die ohne Knick in die alte Straße münden soll, und zwar an beiden Seiten, auch hier soll sie münden ohne Knick, und diese Umgehungsstraße, die soll durch diesen Punkt C gehen, weil sich dort zum Beispiel eine Tankstelle befindet. Diese Situation versetzen wir jetzt in ein Koordinatensystem, das heißt, wir modellieren unsere Situation und übertragen sie in ein Koordinatensystem. In diesem Koordinatensystem haben die Punkte A und B als Koordinate 0, 4 und 4, 0. Der Punkt C hat als Koordinate 2, 1. Und jetzt gilt es, diese Umgehungsstraße zu modellieren durch eine Funktion. Die Umgehungsstraße, die kann durch diese Funktion vierten Grades modelliert werden. Und zwar so. Das ist der Graph dieser Funktion vierten Grades. Jetzt übertragen wir wieder diese Situation in unsere reelle Situation. Das sieht dann so aus und effektiv können wir diesen Teil des Funktionsgraphen nutzen, um diese Straße schön zu modellieren und somit kann sie genauestens berechnet und geplant werden. Mathematik kann auch amüsant bis sogar romantisch sein. Denn wenn man diese komplizierte Funktion grafisch darstellt, erhält man diesen Graphen. Wenn man die gleiche Funktion nimmt, aber in der Mitte mit einem Plus versieht, dann ergibt das diesen Graphen. Insgesamt können wir also mathematisch ein Herzchen sehr schön mit Funktionsgraphen modellieren. Es sieht natürlich noch schöner aus, wenn die Achsen und das Raster weg sind. Und durch eine gewisse Umgehung der Funktionsgraphen habe ich diese Funktion benutzt. R von Phi ist der Betrag vom Sinus vom dreifachen Wert von Phi, um in dem Herzchen auch noch etwas Schönes zu zeichnen. Alles ist Mathe. Aber Mathe ist nicht alles. Jedoch ohne Mathe ist alles nichts.